Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Blender Tutorial Reihe. Diesmal geht es uns um den Warp Cycle und dabei ist es sehr, sehr viel einfacher als gedacht. Wir haben nämlich bloß vier Keyframes, die wirklich wichtig sind. Darauf konzentrieren wir uns. Das sind die Key Poses, die wir beim Laufen einnehmen, und das ist die Contact Pose, bei der der Körper den Bodenkontakt mit beiden Füßen hält. Dann die Down-Position, da ist das maximale Gewicht auf den Beinen. In dem Falle sinken wir nach unten, unser Oberkörper ist unter unserer Höhenlinie, die habe ich hier oben eingezeichnet. Und er ist mit dem rechten Fuß komplett stabil auf dem Boden und federt sozusagen das Gewicht von seinem Körper ab, das nach unten drückt. Und der linke Fuß ist in dem Fall hinten bereits auf den Zehenspitzen bereit, um ihn anzuheben, da das komplette Gewicht auf dem rechten Fuß lastet. Die dritte Phase ist die Passing Pose. Das ist der Moment, wo sich die Beine aneinander vorbei bewegen. In dem Fall haben wir einen ausgestreckten rechten Fuß, der sehr mittig ist und somit das gesamte Gewicht des Körpers trägt. Und der linke Fuß ist in dem Falle gerade dabei, den rechten zu überholen. Die Arme gehen direkt nach unten. Bei der Up-Position haben wir die maximale Höhe unseres Körpers erreicht. Das heißt, unser Kopf ist über unserer Höhenlinie, die unser Mittelmaß angibt, die von der Passing-Position ausgeht und ebenfalls die Höhe unserer Idle-Position markiert. Und in dem Falle haben wir beim Up einen rechten Fuß, der das allerletzte Gewicht trägt. Und bei der Contact Reverse sind wir wieder direkt am Anfang. Das ist nichts anderes außer das erste Frame gespiegelt. Und darum zählt er nicht mit bei unseren vier wichtigen Frames. Das letzte Mal haben wir aufgehört bei unserer Idle-Animation. Wir möchten uns jetzt einen Animation-Tab ein bisschen besser einrichten. Dazu habe ich ja schon ein Tutorial gemacht, wie euer Interface einrichtet, damit es für euch noch einen kleinen Tipp gibt. Ihr könnt hier einen Image Editor öffnen und dort mit Open den Warp Cycle öffnen, den ich euch als Download-Link bereitgestellt habe. In der Videobeschreibung könnt ihr euch diesen Warp Cycle hier runterladen. Dieses Bild könnt ihr für all eure Projekte verwenden, gerne auch für kommerzielle Projekte. Ihr dürft sie verbreiten. Es wäre mir natürlich sehr recht, wenn ihr uns dann auch in den Credits setzt. Und das ist alles, woran ihr denken müsst. Ansonsten verwendet sie, wofür auch immer ihr möchtet und wer auch immer sie brauchen kann, darf sie sehr gerne weiter benutzen, vielleicht sogar verbessern. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Modellen haben möchtet und auch, ob die heruntergeladenen Modelle, die ihr bisher vielleicht euch gezogen habt, ob die soweit funktioniert haben bei euch. Wenn wir jetzt unsere Interface eingerichtet haben, können wir loslegen, unseren Charakter Animationen zu geben. Animationen deshalb, denn wir haben momentan nur eine. Wenn wir hier unten unser Dope Sheet auf Action Editor ändern, sehen wir, dass wir hier eine Armature Action 002 haben und unsere Animation momentan hat eigentlich den Zweck, eine Idle Animation zu sein. Darum können wir sie auch gleich umbenennen in Idle. Jetzt möchten wir eine zweite Animation erstellen. Das sind immer diese Timelines, diese Action Strips, wie auch immer man sie nennen möchte. Das sind einzelne Actions in Blender, so heißen die dort. Und die können wir dann später in Unity auch abrufen oder in einer anderen Game Engine. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die aufteilen. Theoretisch können wir die auch alle auf einer Action machen und hinter dem Frame 120 einfach weitermachen mit der Walk Cycle. Denn in einer Game Engine können wir dann nämlich Frame Bereiche rausschneiden und die dann zu einer Animation, zu einer einzelnen geschlossenen Animation dann einsortieren und in der Engine verwenden. Wir in unserem Fall möchten einen sauberen Workflow, also benennen wir das Bestehende als Idle, machen uns eine neue über die New Action, benennen die um in Walk und bereinigen die erstmal. Das bedeutet hier oben alles markieren, damit ihr wirklich jeden Knochen drin habt. Und bei Summary hier oben den kompletten Bereich bis zur 0, die sparen wir aus, weglöschen mit Delete Keyframes. Und jetzt können wir mit unserer Walk-Animation bereits loslegen. Unsere Animation ist genau eine Sekunde lang, das bedeutet, das sind 24 Frames. In dem Falle können wir einfach unser Dope Sheet unten ziehen und mit Shift F12 umschalten auf die Timeline.
Mit Shift F12 könnt ihr wechseln zwischen Timeline und Dope Sheet. Hier reduzieren wir das Ganze auf 24 Frames und haben jetzt unsere ganzen Frames für uns ausgebreitet. 0 ist unsere erste Contact Pose. Dann haben wir bei 24 das Ende der gesamten Walk-Animation und somit sind 24 und 0 identische Frames. Und da wir keine zwei identischen Frames brauchen, da wir sonst eine Pause hätten, kein Frame soll doppelt sein mit der gleichen Pose, wird 0 nie abgespielt, sondern wir beginnen wieder bei 1. Das bedeutet, wir müssen bei 0 unsere Contact Pose festlegen, bei 24 unsere nächste Contact Pose in dem Falle und in der Mitte ist unsere Contact Reverse. Wir haben ja hier bloß einen halben Walk Cycle, das Bein wird hier nicht mehr vorne enden, sondern in dem Fall hinten und dann vorne, aber wir müssen es ja auch wieder nach hinten bekommen. Das ist der zweite Teil der Animation, der findet auf der rechten Seite dann statt. Damit wir uns da besser orientieren können, können wir Marker setzen. Mit M markieren wir, also können wir Marker setzen, diesen Marker dann einfach umbenennen, entweder drauf zeigen, mit Steuerung M umbenennen als Contact unterstrich Reverse. Okay. Bei 1 bzw. bei 0 besser gesagt M drauf zeigen, Steuerung M Contact. Okay. Marker könnt ihr übrigens auch umbenennen, indem ihr auf Marker und Rename Marker geht. Wir haben jetzt zwischen Contact und Contact Reverse die Mitte und das ist unser Passing, also bei Frame 6 machen wir hier die Passing rein. Dann haben wir zwischen Contact und Passing haben wir die Down Pose, die kommt auf Frame 3. Und hier in der Mitte ist der 9er und das ist unsere Up-Pose. Auch Marker setzen, umbenennen, drauf zeigen, ganz wichtig. Und in dem Falle die Up-Pose. Das Ganze wiederholt sich. Wir haben also hier hinten dann wieder genau die gleichen Marker, also auch beim dritten wieder unsere Down-Pose. Bei 18 ist dann unsere Passing. Dann bei 21 unsere Up und dann unsere Contact wieder. Ich spule das Ganze jetzt etwas vor, damit ihr da nicht zuschauen müsst. Ich habe mir jetzt auf der linken Seite eine 3D-Ansicht gemacht, damit ich die Knochen besser auswählen kann. Hier habe ich den Contact Pose etwas rangezoomt und die wird jetzt einfach, wenn wir hier auf Frame 0 sind, nachgestellt. Das heißt, in Frame 0 möchten wir den linken Fuß nach vorne setzen, den rechten, Verzeihung, ich nehme den rechten Fuß und setze den ein Stück nach vorne, drehe ihn nach oben, ungefähr so. Dann den hinteren Fuß, in dem Falle ungefähr hierhin und neige ihn so nach unten. Wir sehen schon, wir haben hier jetzt einen Abstand zu unserem Boden. Das ist auch völlig normal, denn wir sehen hier oben, die Position des Torsos ist ein Stück nach unten, also ziehen wir den ebenfalls ein Stück nach unten, ungefähr bis hierhin, und ziehen den Fuß noch etwas nach. So. Unsere Arme, in dem Falle den linken Arm, ein Stück nach vorne, ungefähr so. Die Hand etwas aufrecht, so ungefähr. Und den rechten Arm so nach hinten, dass ungefähr der Daumen oben an der Wölbung des Oberschenkels ist. Ungefähr so. Schauen wir, ob das ungefähr übereinstimmt. Wichtig ist hier Hacke und der Winkel und hier die Fußspitze am Boden und einen flacheren Winkel nach hinten. Wir können hier noch schauen, dass der etwas exakter am Boden sitzt. Ungefähr so. Der Fuß ist gestreckt hier. Und hier kann er auch leicht nachgeben. Wir können ihn noch ein kleines Stück nach oben ziehen, ungefähr so. So ist es perfekt.
Gut, wenn wir das soweit haben, keyframe wir alles, also wirklich alles markieren und auf Location, Rotation und Scale. Als nächstes möchten wir unsere Contact Pose einmal kopieren, denn am Ende unserer Timeline haben wir nochmal eine Contact Pose. Das heißt einfach mit Shift D alles nach hinten ziehen auf Contact. Zudem markieren wir unser erste Summary von Frame 0, Copy und bei 12 Paste Flipped. Als nächstes wechseln wir in die Passing Pose. Das ist unsere Keyframe 6. Wir schauen, dass wir bei Passing ungefähr hier wieder mit dem Kopf etwas weiter oben sind. Das heißt, wir markieren unseren Torso, ziehen ihn wieder ein kleines Stück nach oben, ungefähr hierher. Das ist ungefähr die Höhe, die wir von Anfang an hatten für unsere Idle-Animation. Wer sich da nicht sicher ist, wie die am Anfang war, noch ein kleiner Tipp, wer damit Probleme hat und ein komisches Hüpfen am Ende bei seinem Charakter hat, man kann hier mit dem Annotate-Tool, kann man hier auf Annotate Line gehen und einfach eine Höhe einmal setzen und kann die dann beibehalten, während man seinen Charakter animiert. Da könnt ihr euch dann an dieser Linie von meinem Sheet hier orientieren, wie hoch er drüber oder drunter fällt. Generell ist es aber gar nicht so schwer, von daher werde ich den nochmal entfernen. Schaut euch an, ob es euch hilft, experimentiert ein bisschen damit rum. Wichtig ist, diese Annotate Lines können gekeyframed werden, das heißt, ihr solltet sie gleich an der Nulllinie festlegen und dann einmal keyframen, damit sie durch die komplette Animation hindurch existiert. Wenn etwas bei Null noch nicht existiert, wird es erst ab dem gekeyframten Key auch aktiviert und sichtbar sein. Bedenkt es, spielt ein bisschen damit rum. Das hilft übrigens auch bei anderen Animationen, wenn ihr euch da einfach in der Szene mit diesem Grease Pencil behelft. Wir bilden jetzt diese Passing Pose nach. In dem Falle haben wir den rechten Fuß hier. Der geht direkt nach unten und mit Alt-R könnt ihr die Rotation löschen. Schauen wir, dass er einen Bodenkontakt hat. Der Fuß muss direkt unter dem Körper sich befinden, da er das gesamte Gewicht trägt und somit auch im Gleichgewicht ist. Den anderen Fuß ziehen wir ein Stück nach hinten und rotieren ihn etwas, ungefähr so. Und ein Stück hinter der Hacke des anderen Fußes so platzieren von der Seitenansicht. Ihr könnt den auch noch ein kleines Stück weiter rotieren, ungefähr so. Alles kein Problem. Den Fuß vielleicht ein bisschen zurück, den rechten, damit er direkt unter dem Körper ist. So. Kleines Stück zurück. So. Die Hände, da braucht ihr von der Rotation her nichts beachten. Die kommen ganz am Ende. Inwieweit die Hand abgewinkelt ist oder nicht, ist erstmal egal. Wichtig ist bloß die grobe Positionierung. In dem Falle ist die ein Stück weiter unten, ungefähr hier am Oberschenkel. Und die andere Hand, die ist hinter dem Körper versteckt. Die könnt ihr also ebenfalls etwas an die Seite legen. Bedenkt bloß, dass ihr sie etwas beugt, etwas nach unten. Denn die Hand ist in dem Fall entspannt, der Ellbogen ist entspannt. Ihr seid während dieser Laufbewegung wirklich im Gleichgewicht und da ist der Arm entspannt, während er vorbeischwingt. Der ist sogar fast ein bisschen weit hinten, so ungefähr. Und damit habt ihr schon die Passing Pose nachgestellt. Das war es auch schon. Alles markieren und auf den Frame 6 keyframen. Wichtig ist auch die Reihenfolge, dass ihr erst Contact und dann Passing macht und nicht Down oder Up dazwischen, denn er wird sich immer den Zwischenwert generieren. Also immer zwischen verschiedenen Keyframes nimmt er immer den Mittelwert und zwischen Contact und Passing ist er Down, also haben wir schon allein durch die Passing bei der Down etwas verändert und sie ist jetzt schon sehr viel näher dran an dem, was wir später wollen. In dem Falle sind die Hände völlig in Ordnung. Wir können die noch ein kleines Stück nach hinten ziehen, damit es mehr wie in dem Bild aussieht. Das ist aber eigentlich eher die Rotation, die hier den Unterschied gemacht hat. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Kann noch ein bisschen später sein. Die Hände sind sowieso etwas, wo beim Walkcycle mehr Charakter ausdrücken. Wie motiviert läuft er? Wie selbstbewusst? Wie viel Schwung ist in den Händen? Umso mehr Schwung, umso mehr
Lebendigkeit hat, desto mehr Selbstbewusstsein hat der Charakter dann auch. Da könnt ihr ein bisschen mit rumspielen, auch mit der Torso-Haltung und dem Kopf, also hängender Kopf, hängende Schultern. Hängende Schultern sind ein bisschen schwierig bei unserem Objekt, aber generell macht die Körperhaltung unfassbar viel aus. Da gibt es auch mehrere gute Tutorials. Dazu kommen wir vor allem, wenn wir einen schwierigeren Charakter bauen. Das wird ja nach dem Roboter passieren. Da wird ein vollständiges Rig gebaut. Dazwischen kommen noch ein paar Lektionen. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir machen es uns erstmal einfach. Hauptsache, die Hände sind relativ in einem Schwung und sind nicht hakelig. Dazu kommen wir noch später. In dem Fall müssten wir die Rotation von unserem Fuß entfernen. Ziehen ihn noch ein Stück nach unten. Und den hinteren Fuß, der hat Bodenkontakt. So. Das war es eigentlich auch schon. Unsere Down-Phase ist in Ordnung, bis auf ein Detail. Wir müssen noch etwas runter mit dem Körper. Es ist schließlich die Down-Phase. Und da hat er dieses komplette Körpergewicht, fällt auf seine Beine, weil er gerade von einer Up-Position oder von einer Contact kommt und er hat von Up immer noch Energie im Körper, die muss nach unten und drückt ihn einfach. Wie immer markieren wir alles und Location, Rotation und Scale anwenden, dann auf die Up-Position, die ebenfalls nachstellen. Wir sind jetzt hier auch schon relativ nah dran an dem, was wir möchten. Wir kontrollieren noch einmal den Fuß, dass der nicht zu tief im Boden versinkt. Es ist bei diesen In-Betweens immer das Problem, dass der eine komplette Kurve beschreibt und damit kann er natürlich unter den Boden fallen. Das möchten wir nicht. Den Fuß vielleicht noch ein bisschen anwinkeln. Die Hand noch ein Stück nach vorne. Ungefähr so. Und die Hand, die ist soweit schon gar nicht schlecht. Die können wir noch ein bisschen rausrotieren, so ungefähr. Ein bisschen nach innen. Das ist schon völlig in Ordnung. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir setzen jetzt noch einen Fuß etwas gerade, denn das Problem ist, unser Bein ist aktuell eingeknickt und wir sind in der Up-Position. Guter Hinweis darauf, dass wir sehr viel höher werden müssen. Also nach oben mit uns. Lieber den Fuß noch ein bisschen nach unten beugen, so ungefähr. Beim nach oben gehen die Hände nicht vergessen, die ebenfalls noch ein Stück nach oben, so. So ungefähr. Bei der Up-Position haben wir Energie, die wir aufnehmen. Das heißt, wir haben unseren Fuß hinten. Da ist jetzt die Belastung drauf. Wir drücken hier oben. Das ist eine Push-Bewegung. In dem Falle ist die Energie aus diesem Bein hier komplett weg. Können also hier ruhig schauen, dass diese Vorwärtsbewegung mit etwas höheren Armen vonstatten geht. Denn der Körper ist angespannt, der Torso ist angespannt. Hier in diesem Bild sind wir noch ein Stück weiter innen mit dem Fuß, mit der Hand, ist aber gar nicht schlimm. Also wichtig ist, dieser Fuß hier deutet gerade Kraft an, weil er den Körper anhebt. Daher muss auch dieser ganze Körper nach oben. Er muss über unserer alten Linie sein, damit wir das überhaupt darstellen können. Alles markieren und nochmal einen Keyframe setzen. Und wir gucken uns das Ganze an, wie der Körper nach oben geht. Wir gehen nach unten, sind hier wieder in unserer Passing Pose, Down Pose, Contact, Down, Passing, Up und Contact Reverse. Hier haben wir wirklich einen starken Übergang nach unten. Wenn wir hier sehen, dass er von der Kopfbewegung hier noch ein bisschen zu hoch geht oder der Unterschied zwischen Contact und Down noch zu krass ist, oder nicht krass genug ist zwischen den beiden hier, dann können wir ruhig die Down-Phase oder die Contact-Phase noch ein bisschen anpassen. Die Down-Phase ist hier nicht niedrig genug, können wir noch ein bisschen stärker in die Knie gehen, ungefähr so, wieder die Lokation nach Keyframen, damit das Ganze dynamisch bleibt. Unsere Up-Pose ist noch ein bisschen heftig. Im Vergleich zu unserer Down-Phase ist das Passing hier noch ein bisschen stark, weil erst beim Up nimmt er wirklich viel Energie auf. Also ist unsere Down-Phase oder unser Passing einfach zu hoch. In dem Fall ist das Passing noch ein Stück nach unten.
und nochmal die Lokation anpassen. Einfach damit rumspielen, dass es nicht zu viel wird. Up höchstens ist der höchste Punkt, Passing mittel, Down der niedrigste. So sieht es gut aus. Bedenkt immer, wie dieses Bein hier die Höhe bestimmt. Das dominante Bein, das, wo die Kraft drauf liegt, bestimmt immer die Höhe des Körpers, nichts anderes. Dieses Bein bestimmt die Höhe und das muss realistisch aussehen. Gut, wir haben den ersten Teil geschafft. Jetzt können wir unsere Zwischen-Keyframes, unsere In-Betweens, kopieren und geflippt wieder einfügen. Wir haben unsere Marke, wo wir hin müssen. Also gehen wir hier auf Copy, nachdem wir alles markiert haben. Wichtig, alles markieren. Und diese drei mit gehaltener Shift-Taste markieren. Copy auf unsere Down-Position, Paste flipped. Und wir können das Ganze abspielen. Wir haben nun eine relativ motivierte, die Arme stehen weit weg, das ist klar. Wir haben die Arme noch nicht in der Seite angepasst, aber es sieht schon recht mechanisch aus. Bei einem humanoiden Charakter würde man es nicht mit so breiten Ellbogen machen. Da würde man jetzt mit den Ellbogen noch ein bisschen arbeiten. Also man könnte sie hier noch etwas eindrehen, zum Beispiel mit G, sowas in der Art. Bei einem Roboter verhält sich das aber anders. Ein Mensch wird beim Laufen immer versuchen, Energie zu sparen und er wird seine Arme und seine Armmuskeln nur so bewegen, um nicht gegen die Schwerkraft zu arbeiten. Man versucht immer mit der Schwerkraft zu arbeiten beim Laufen, also ein Mensch, und in dem Falle wird er die Arme nicht weiter nach draußen strecken, als die Schwerkraft es möchte. Und das ist auch der Grund, warum es hier so seltsam aussieht, denn die Arme sind zu weit außen. Das ist bei einem Roboter aber ganz charakteristisch, denn der verhält sich ja anders. Der wird gesperrt in gewissen Bereichen. Das ist kein lockeres Gelenk, wo die nach unten halten, sondern er ist einfach so designt, dass er in dieser Position hält, völlig egal, was die Schwerkraft sagt. Und das macht es auch aus, wie ein Roboter sich bewegt, nämlich nicht der Schwerkraft folgend, sondern ihr trotzend. Und damit habt ihr auch dieses zackige, roboterhafte und nicht dieses fließende wie bei einem Mensch. Bei einem Mensch habt ihr ja auch immer, wenn ihr eine Bewegung macht, habt ihr so eine Art Rückstoß. Zum Beispiel ihr schlagt mit der Faust nach vorne und dann bleibt die nicht einfach ruckartig vorne, sondern sie wackelt vorne etwas. Und das ist etwas, was beim Roboter wenig bis gar nicht der Fall ist. Höchstens, wenn irgendein Spiel in den Gelenken ist. Ansonsten habt ihr einfach abrupte, zackige Bewegungen und auch hier verhält sich es weder energiesparend noch mit einem gewissen Flex. Der ist einfach nicht vorhanden. Bedenkt es bei eurer Animation, sie darf unmenschlich sein, soll es ja auch in einer gewissen Weise. Das macht die ganze Sache realistisch. Wenn ihr möchtet, schaut zum Beispiel die Videos von Boston Dynamics. Boston Dynamics hat sehr viele Roboter-Videos und da seht ihr, wie zumindest der aktuelle Stand der Technik ist und da seht ihr auch, wie ruckartig das ist, wie viel Gewicht dahinter ist bei so einem Roboter. Die sind sehr, sehr, sehr schwer. Und natürlich ist der hochmodern, aber dennoch könnt ihr dem Zuschauer da einfach vermitteln, wie schwer ist der Roboter und wie sind seine Gelenke aufgebaut. Unser Walkcycle ist eigentlich fertig. Wir können ihn aber noch ein bisschen korrigieren. Ihr seht zum Beispiel, wenn ihr auf die Füße achtet, dass wir hier teilweise noch durch den Boden durchgehen. Wenn wir hier noch ein Stück vorspulen, seht ihr zum Beispiel hier den Fall, da wird er mit dem Fuß durch den Boden gehen. Dann könnt ihr diese In-Betweens, das sind die Frames zwischen den großen Keyframes der Phasen, könnt ihr einfach nachjustieren, indem ihr zum Beispiel bei Frame 8 den Fuß noch ein kleines Stück anhebt. Stück nach oben damit so. Und einen Location, weil wir die Lokation verändert haben. Und das Ganze ist zwei Frames nach der Passing, also ebenfalls hier anpassen, denn dort wird genau das gleiche passiert sein. Und so ist es auch. Hier ebenfalls die Lokation. Und jetzt wird sich dieser Fuß besser anfühlen. Ja, das sieht besser aus.
Ihr habt einfach diese Illusion, dass er auf einem harten Untergrund ist, wenn er da keine Fehler macht. Es gibt hier auch noch viel Verbesserungspotenzial. Zum Beispiel wird er hier ein ganzes Stück lang auf seiner Hacke entlang rutschen. Dem kann ebenfalls entgegengesteuert werden, wenn ihr ihn sehr viel früher zum Beispiel hier schon komplett aufsetzen lasst. Also wenn ihr ihn hier, also das ist ein Frame vor Down, wenn ihr hier schon die Rotation auf 0 setzt und die mit R fixiert, habt ihr hier schon einen sehr viel schnelleren Antritt, wo er dann übergeht auf einen Vollkontakt, während der Down-Phase dann durchgezogen wird. Eins vor der Down war das, machen wir das gleiche hier auch. Den hier müssen wir jetzt noch Keyframe mit der Rotation. Eins vor der Down und dann ebenfalls hier Alt-R und die Rotation. Jetzt hat er noch einen etwas schärferen Antritt, in dem Falle, was das Ganze noch etwas realistischer macht. Bei den Armen könnt ihr ebenfalls noch ein bisschen nachregeln. Schaut, ob die Ellbogen zu weit durchgestreckt sind. Das wirkt auch sehr unnatürlich. In dem Falle haben wir es umgangen. Da haben wir das Problem nicht. Wir haben jetzt noch so ein leichtes Schlenkern der Handgelenke hier. Wenn ihr auf dieses Handgelenk hier achtet, da ist noch ein leichtes Schlenkern drin. Lässt sich ebenfalls nachregeln. Schaut, wo einfach der Winkel seltsam ist. Er hat ihn hier gerade, gerade, gerade. Hier fängt er jetzt an, ihn einzuklappen. Hier an der Stelle könnt ihr entweder die Rotation entgegensetzen oder sie mitnehmen. Spielt ein bisschen damit rum, zeigt gern eure Ergebnisse auf unserem Discord-Server. Spielt auch mit den Pole Bones, ob ihr die lieber anlegen möchtet. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Basic Walk Cycle mit 4 Keyframes ist aber somit erstmal abgeschlossen. Ihr könnt auf unserem Discord-Server natürlich Fragen stellen. Ladet eure Blend-Dateien hoch. Es ist für jeden offen und ich freue mich über jeden, der dazukommt. Und viel Spaß bei eurem eigenen Charakter.